Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Perfekter Zeitpunkt zum Speichern. Ein Stück eines Raumschiffes ist abgestürzt. Perfektes Timing. Überall Tiere zum Jagen. So viel zu tun. Wie läuft denn die Produktion hier drüben? Handwerk. Okay, wer hat gutes Handwerk? Owen. Und Owen tut gerade etwas Owen-iges. Gut, dann priorisiere doch hier mal die Produktion. Okay, ich nehme jetzt Owen einfach mal alles bis auf Handwerk ab. Oder ich lasse das Lynn machen. Ich lasse das Lynn machen. Und gut ist. Ja. Wir kriegen jedenfalls eine ziemlich große Zahl an Blöcken rein. Das ist doch eigentlich schon mal ganz schön. Dann sagen wir mal noch Böden. Böden entfernen. Die können weg, die können weg. Da arbeiten wir noch dran. Wir hatten doch hier noch irgendwo eins, was wir fast fertig abgerissen hatten. Das da, das da, das da. Den Waag sollten wir jagen. Die Wildschweine sollten wir jagen. Mehr Böden zu entfernen dort oben. Da. Und da. Da gibt es keine Böden. Da gibt es Böden. Gut, da unten arbeiten wir noch dran. Nur nochmal zum Kontrollieren. Überall einmal langfahren. Dann markieren wir auch gleich noch die Sachen mit. Dann haben wir das auch schon erledigt. So. Okay. So, welches Schwein ist das jetzt? Inventar. Nein. Trägt Schwein 1. Gut, es war eins von den männlichen. Wir haben ein weiteres männliches Ferkel, also dürften wir vorerst versorgt sein. Außerdem, ja, die Tiere sind alle zugewiesen soweit. Da unten haben wir noch ein bisschen Trockenfutter rumliegen. Wir setzen mal die Trockenfutteraufgabe aus. Lynn ruht sich aus. Wird von Christian behandelt, gut. Keine Forschung, ist jetzt nicht so das große Thema. Moment bitte. Entschuldigung, ich hatte gerade eine etwas schnüffelige Nase. Ah, Ambrosia, cool. Okay, ich sollte Ambrosia dann wahrscheinlich eher hier lagern. Kein Ambrosia. Okay. So, und von hier aus spielen wir jetzt eigentlich für einen Moment das Wartespiel. Also im Endeffekt warten wir jetzt darauf,
genügend Ressourcen zu kriegen. Wir haben aktuell 10 Überlebensrationen. Okay, nice. Das kann man auch noch wegtragen in der Theorie. Oh, da ist noch Boden. Also wir warten jetzt im Endeffekt erstmal auf Nahrung. Oh, wir haben nur 10 geplant, okay. Ich hätte gerne 50. Gebiet freigelegt. Die Reisenden da haben leider nichts anzubieten. Raumschiff. Abreißen. Jagen. Ernten. Ernten. Wenn ich schon hier in der Ecke bin, kann ich das gerade machen. Ihr könnt gejagt werden. Ihr könnt eigentlich alle gejagt werden, ihr Kaninchen. So, und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn wir eine entsprechende Menge an Tools gemacht haben. Und Nahrung, natürlich. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Inzwischen sind wir stolzer Besitzer von 51 Überlebensrationen. Und wir haben den Vorschlag von einer Erkundungsaktion. Das schiebe ich erstmal auf. Wir haben gar nicht genug Silber dafür, stelle ich fest. 360. 337. Ja, leider nicht ganz genug. Naja, ich werde nicht dran sterben. Aber ich denke, das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, wenn man drüber nachdenkt. Weil wir sowieso noch ein paar Aufgaben zu erledigen haben. Und das geht, glaube ich, besser, wenn wir nicht gerade alle am Abnippeln sind. Ja. Woran mangelt es denn? Fleisch haben wir. Und Gemüse haben wir auch. Dann können jetzt gleich mehr Rationen hergestellt werden. Ja, das ist eine dumme Idee. Ich denke, es ist tatsächlich an der Zeit, dass wir jetzt unser neues Zuhause oder den nächsten Teil der Basis konstruieren. Ich habe hier unten mal den Stein entfernt. Ich habe hier in die Richtung noch ein bisschen ausgebaut. Und ich habe hier mal Lager für unsere Steinsorten gemacht. Und ich denke, am ehesten Granit 940, 600 sollten wir das neue Gebäude tatsächlich aus Granit herstellen. Dementsprechend gehen wir doch mal in Strukturen, Blaupause, Befehle, Befehle. Okay, also ich hätte gerne was Ungerades, wahrscheinlich sowas wie 21. Aber ich denke, der erste Schritt wäre das Layout für den Schlafraum. Das heißt also, wir haben ein Bett. Das Bett soll diagonal 2 Plätze frei haben. Ja. Nach hier unten hin 3. Damit wir hier die ganzen Sachen reinstellen können. Okay. So, und dann würde ich sagen, Strukturen, Wand. Wir hatten uns jetzt für Granit entschieden, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir auch Granitblöcke hier rumfliegen? Ja, cool. Das stellen wir mal um auf Granit. Was ist das? Konstruktion. Arbeit. Bauen? Ja, bauen ist das. Die haben ja sonst alle eigentlich nichts Besseres zu tun. Also lasse ich das mal Lynn erledigen. Die ist eigentlich unsere Reinigerin, aber die darf sich jetzt erstmal darum kümmern. Okay, also Wand, Granit.
Die Tür würde ich wahrscheinlich in die Mitte setzen. Dann machen wir da mal ein Loch rein für Temperatur, Lüftung. So. Möbel, Stehlampe. Nach dort. Heizung würde ich wahrscheinlich aus dem zentralen Heizungsraum irgendwie machen, am besten irgendwie im Flur. Ich denke, fast Doppelbett wäre eine gute Idee. Dann würde ich das Doppelbett hier so reinstellen, aus Holz natürlich. Quality Build können wir erstmal ausschalten. Böden, wir haben noch keinen Teppich, ne? Nee, okay, dang it, falscher Knopf. In der Forschung mal Teppichherstellung forschen. Ja. Dann würde ich sagen, setzen wir da einen Teppich rein. Das ist das. Dann hätte ich gerne noch mit dazu kleinen Tisch. Kopie wäre daneben wahrscheinlich noch besser. Doppelbett. Richtig rumgedreht. Da sollte der eigentlich auch nicht hin, aber hey. Okay, dann doch der kleine Tisch nach hier. Dann stellen wir die Stehlampe da in die Ecke. Mit ein paar Stühlen. Schalt mal überall noch den Quality-Build aus. Dann haben wir das. Dann hätte ich gerne hier noch zwei Blumentöpfe. Den Hocker, denke ich, brauchen wir da nicht. Vielleicht sogar ein Sessel. Wie sieht es denn aus mit unserer Stoffgeschichte? 146, das ist genug für einen, aber für mehr auch nicht. Steht hier was, wie viel Abwurf man da kriegt? Nee, ne? Schade. Ah, Gott dang it. Machen wir noch den Quality Build aus. Okay. Gut. Das dürfte dann. Oh je. Okay, Owen, komm zurück. An wen bist du gebunden? An Owen. Ich wusste, dass das so passiert. Du sollst sie nicht trainieren, du sollst sie löschen, du Genie. Okay, verletzt. Dann sollte ich jetzt wahrscheinlich schnell mal die Heimatzone hier erweitern. Ich trete das Feuer aus am Hund. Also trete ich den Hund, sehe ich das richtig, ja? Gosh dang it. Priorisiere bitte das Löschen von Stimpy. Ich habe das Gefühl, die Namen sind echt adäquat gewählt. Ja. Jetzt beeilt euch bitte mit dem Löschen, dann können wir nämlich die zwei Boomerlopen auch noch einsacken. Kommt, löscht die Flammen. Dankeschön. So, jetzt kann das auch wieder weg. So. Stimpy, Owen und Braun haben gerade so ein bisschen Probleme. Wer weiß, woher das kommt. Das müssen wir ablehnen. Owen und Lynn haben sich gefunden.
auch nicht verkehrt. Eine Sache, die es ja hier so nicht gibt, wenn ich drüber nachdenke, sind Fenster. Oder? Werkzeugschrank, Grab, Langstreckenscanner, irgendwelche Plätze, Vergnügungen, Raumschiffkram, Sicherheit, Möbel. Nee, so richtig Fenster gibt's nicht. Okay, ich weiß, worauf ich unsere Forschung eher umstelle, nämlich auf automatische Türen. Lynn kriegt die Sachen hier wieder weggenommen. Lynn, geh forschen. Bip, bip. Das psychische Brummen ist weg, das ist schön. Hier sind viele neue Psychoidblätter fertig, das ist ebenfalls schön. Hase wurde zahm. Du musst wahrscheinlich dann noch in die richtige Zone. Jupp. Produktion hier läuft. Medizin kommt auch en masse rein. Und eine Vorratskapsel. Mit Uran. Cool. Sehr cool. Es wird mehr und mehr. Okay, automatische Türen sind abgeschlossen. Der nächste Schritt der Forschung wäre tatsächlich die Teppichherstellung. Für uns zumindest. Ein verrücktes Tier, eine Hirschkuh. Aber es ist tatsächlich nur die Hirschkuh. Das wäre was für Stimpy und Grumpy. Beschieß sie doch einfach. Ich glaube, das ist effektiver, aber ich glaube, deine Waffe ist einfach scheiße, oder? Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße mit Fernkampf 3. Na, geht doch. Okay. Dann können wir die Gruppe hier oben mal jagen. Inklusive dem Wildschwein. Und dem Emu da rechts. Mehr Fleisch für uns. Das Eichhörnchen nehmen wir auch noch mit. Gehört ihr was bei uns? Nee. Jagen. Jagen. Du gehörst uns. Ihr gehört alle uns. Wie sieht's denn mit den Schweinen aus? Wie es aussieht, haben wir zwei Männchen. Das heißt also, die sind definitiv nicht zum Essen. Ich denke, den Hase könnten wir schlachten. Den Muffalos scheint es soweit gut zu gehen. 20 von 25, 22, ja, das passt. 8 von 13, relativ kurze Zeit. 11 von 23 für sie. Okay. Stimpy hat mal wieder Probleme, Bedürfnis, abscheuliche Umgebung. Landung benötigt für Braun. Das müsste ja Lynn eigentlich übernehmen. Priorisiere doch da mal die Behandlung, bitte. Hier könnten wir in der Theorie Stelle Medizin her. Was ist denn das? Medizin und Handwerk. Handwerk 3. Oh, hat Lynn das? Ja, Quatsch. Handwerk 3. Medizin 11. Ja, das dürfte doch klappen. Okay. Ist kein Handwerker. Naja. Sollte auf jeden Fall laufen. Wir sind immer noch bei 51. Hatte ich das nicht auf 100 gesetzt? Nein, auf 50. So, dann stellen wir das jetzt noch hoch auf 100. Die halten ja schließlich unbegrenzt. Zumindest in dem Setup hier. Okay. Konstruktion hier läuft. Der nächste Schritt wäre dann noch, den Strom da einzufügen. Den hatte ich nämlich irgendwie vergessen. Das dürfte eigentlich schon reichen, indem man das durch die Wand zieht. Okay, cool.
Stimpy und Owen haben sich geprügelt. Warum? Sozial. Wurde von Owen beleidigt. Rivale. Oha. Christian und Grumpy sind Freunde. Und Lynn kann ihn nicht ausstehen. Ist Christian entstellt? Nee, hübsch. Grumpy ist Asket, okay. Aufreibend. Stießmütig und unerschütterlich. Hübsch. Kannibale. Kann ihm, glaube ich, keiner übel nehmen. Klosterkind. Handwerker, Drogen herstellen, deaktiviert. Ah, da moin, genau. Tiere, Konstruktion, Handwerk. Kein Koch, kein Künstler, kein Forscher. Keine Drogenherstellung. Tja, man lernt doch nie aus. Owen hat seine Behandlung. Stimpy hat immer noch schlechte Laune. Der ewige Krieg mit dem Waschbär. Die Heugrasernte läuft. Schön. Hier unten geht es nur leider noch nicht vorwärts. Ich denke, ich muss irgendjemanden mehr zum Transportdienst eintragen. Ich denke, das lasse ich mal Lynn machen. Da ist die ganze Forschungsgeschichte ja doch nicht so wichtig. Okay, Braun ist wieder fit. Owen ist wieder fit. Lynn trägt aktuell die Sachen von da unten. Es wird noch ein bisschen umgeräumt. Ich denke, das Problem liegt dann darin, dass wir hier rohes Essen lagern lassen. Und wenn wir das so machen, dürften die ganzen Transporttiere, die Sachen eigentlich. Oh, Stimpy. Heiß. Okay. Dann. Ja, na geht doch. Ah, hier gab es doch irgendwo so einen Cookie. Reichtum mittelmäßig. Aussehen neutral, sauber. Ah, nee. So, besser. Können wir hier noch umstellen, das und das. Okay. Produktion ist bei 60. Gleich haben wir hier 100. Okay. Ich denke, das ist soweit eigentlich ein ganz gutes Layout. Dann sollten wir bei den Befehlen mal den Plan hier noch entfernen. Hier fehlt natürlich noch eine Tür. Deswegen habe ich extra die Autotüren researched. Zwei Bauteile und 40 Stahl ist halt relativ heftig, leider. Aber ich denke, für unsere Leutchen ist das dann auch relativ okay, wenn das
einem Zweck dient. Und das tut es in der Tat. Mir geht es dabei nämlich darum, dass tatsächlich die Türen nicht so lange aufbleiben. Also diese Türen gehen schneller zu und verlangsamen die Leutchen nicht, die hin und her laufen wollen. Im Gegensatz zu diesen Türen, die verlangsamen die Menschen, die da durchlaufen, dann doch relativ stark. Okay, wie sieht's aus? Störung Hydrokulturbecken. Was wäre dann wohl Stimpys Aufgabe? Okay. Becken läuft wieder. Wir haben noch genug davon. Braun hat keinen Bock auf die anderen. Das ist kein Sammelpunkt. Ja. Okay, da ist die Teppichherstellung. Architekt. Böden. Cremeteppich. Ich denke, der Cremeteppich ist die beste Option. Oh, 280 Stoff, Alter, pro Raum. Das ist ja heftig. So viel Stoff haben wir nicht, ne? Ne, bei weitem nicht. Okay, dann sollten wir wahrscheinlich, haben wir Marmor? Kalkstein, Sand, Schiefer, Granit? Ne, das ist der falsche Tisch. Das ist der Konstrukteur. Naja, verarbeitet. Brocken. Cool. Dann ändern wir das gerade mal auf Marmor. Vorratskapsel. Fleisch, cool. Jung. Da kommen sie angedüst. Dich kann man mal aufheben. Du wirst wahrscheinlich gleich noch geholt. Den Puma stellen wir mal auf Jagd, damit er nicht auf die Idee kommt, unsere wertvollen Tierchen zu töten. Okay. Sieht gut aus. Und dann... Kalk, Marmor. Das sind die Hunde. Wie sieht denn das aus bei unseren Hunden? Das sind alles Weibchen, ne? Ja, schade. Mit einem männlichen Labrador könnten wir eine Zucht aufmachen, aber... Das ist aktuell einfach keine Option, wie es scheint. Puma rächt sich. Ja, mach ihn platt. Sehr gut. Euch hier unten kann man noch jagen. Die Boomalope lassen wir in Ruhe. Du bist gezähmt, du bist gezähmt. Ich glaube, dass wir sonst alle Muffalos hier soweit gezähmt haben, bis auf die zwei da oben. Es fehlt uns definitiv an Gemüse aktuell. Der nächste Satz Reis scheint fast fertig zu sein. Von daher halb so wild. Da ist der nächste Durchgang an Stoff. Stimpy hat Agros. Ja, das ist dann auch einer der nächsten Räume, die wir dann hier bauen. Definitiv ein Vergnügungsraum. So, aber ich wollte eigentlich Marmorfliesen bauen. 160 pro Raum sollte man hinkriegen. Marmor ist jetzt definitiv nicht in zu wenig Anzahl vorhanden. Okay. Hm.
Lünnen. Was können wir denn Lünnen arbeiten lassen? Handwerk, korrekt. Du kannst uns Medizin machen, dann machen wir mal Möbel. 120 Stahl und 10 Medizin. Da können wir 2 Stück machen. Die können wir erstmal stumpf hier reinstellen. Den Quality Build schalten wir mal aus. Hauptsache, wir haben sie. Deswegen die 20 Medizin. Das können wir dann schon wieder skippen. Einmal Krankenbett. Zweimal Krankenbett. Die können wir jetzt nämlich einfach deinstallieren. Dann haben wir die schon mal fertig. Cool. Jetzt müssen die nur noch abgebaut werden. Hier unten der Raum ist im Kommen. Ich mag diese Marmorfliesen. Wir könnten hier draußen die Marmorfliesen eigentlich am ehesten durch Granitblöcke ersetzen. Ich denke auch fast, dass wir das machen. Böden entfernen, so. Granitfliese. Ja. Ja. Kommt, Jungens, macht hin. Wie läuft's hier oben? Relativ gut. Das Schlachten läuft. Fleisch haben wir haufenweise. Jetzt hängt's wirklich nur am Gemüse. Oder am Obst, je nachdem. Lynn macht Steinblöcke, das finde ich ganz cool. Das ist sehr entgegenkommend. Jetzt warten wir aktuell tatsächlich darauf, dass diese Platten hier abgerobbt werden. Vorratskapsel, sehe ich gerade. Labradorfleisch. Mehr Fleisch. Auch nicht schlecht. Wir haben ein weiteres Muffalo in der Familie, das schon in der richtigen Zielgruppe ist. Es trifft sich. Ich sollte wahrscheinlich mal die Tiergebiete ändern. Das Muffalo-Gebiet kann weg. Dann ändern wir doch einfach mal Tiergebiet 2. Ihr dürft hier zwischendurch rumlaufen. Ihr dürft nur nicht auf das Feld. Ihr dürft definitiv nicht hier rein. Wir machen einfach einmal so. Tiere, Gebiete verwalten, Tiergebiet 2 invertieren. Gebiet verkleinern, Tiergebiet 2. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ihr dürft nicht in diese Häuser, ihr dürft nicht in dieses Haus. Ihr dürft nicht in die Unterkünfte. Ups. Ihr dürft nicht in den Beispielraum und ihr dürft nicht in das Gewächshaus. Okay, so, jetzt sollten wir wahrscheinlich noch die Gebiete umbenennen. Das ist dann Transporttiere, die tragen können. Und das ist alles andere. Ja. Und wir müssten doch eigentlich die Muffalos Release of Hall kriegen. Nee, das geht nur mit den Schweinen. Gut, dann seid ihr Transporttiere. Und ihr alles andere. Zack. So, das dürfte uns hier dann eine gewisse Ordnung verschaffen. So. 64 Überlebensrationen von 100. Langsam aber stetig.
Sonnenfinsternis. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Besuchergruppe. Mit denen werden wir wohl auch noch fertig. So, Blaupause, Erzeuger. Zack, Schlafraum 1. Cool. Befehl, abreißen. Das da. Böden. Entfernen. Das da. So, bekommst du dadurch ein höheres Konstruktion? Nein. Und Stimpy, was hast du für Bauen? 12. Na gut, das dürfte wohl klappen. Dann dekonstruiert ihr das mal. Die zwei Krankenbetten. Cool, klappt, funktioniert. Nice, Roboterhändler. Das ist die Arbeit von Christian. Sprich mit dem Roboterhändler. Was kostet der? 2000. Kriege ich das rein? Und wenn ja, wie kriege ich das rein? Stahl für 1. Oh, ein guter Preis. Gosh, dang it. Nein, ich kann nicht die ganzen Bauteile verticken. Selbst wenn die 2200, kriege ich damit auch nicht zusammen. Davon kriege ich die Hälfte. Ich kann Stahl kaufen. 100 maybe? 1000? Nein, 1000 ist zu viel. 500? Nein. 300? 300 passt wie Faust auf Auge. Guter Preis. Verhandlungsbonus minus 12%. Putzroboter könnten wir uns leisten. In der Theorie. 1046 plus die 300 sind 1300. Nein, das lohnt sich einfach nicht. Also nehmen wir 250 Stahl. Verticken wieder den ganzen Plaststall, den wir haben. Plus, minus. Machen wir minus 60, dann ist das eine glatte Zahl. Minus 59, noch besser, dann haben wir 20. Ja, 20 ist eine schöne Zahl. Verticken wir noch ein Bauteil. Machen jetzt 251 draus. 251, so. Zack. Ups. Das ist der richtige Knopf. Transport ist im Gange. Der Demoraum ist auch fast abgerissen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Handle mal noch mit Violette. Du kannst die Pickaxe haben. Den Stoff würdest du kaufen. Okay. Und wir würden die Kräutermedizin loswerden. Zack und zack. Entschuldigung, Moment bitte. So, entschuldigt. Da bin ich wieder. Wir verticken mal 92 davon. 10 Kräuter der Medizin behalten wir in der Hinterhand. Den Stoff behalten wir komplett. Den Pemmikan ignorieren wir. Ja, was kaufen wir denn dann dafür von euch? Nichts, wie es aussieht. Okay. Wir können euch eure 110 Silber aus der Tasche ziehen. Gut, machen wir so. Plopp. Okay, cool. Es läuft. Marmor haben wir inzwischen 218.
Wir haben einen Muffalo zur Welt gebracht. So, und jetzt ist aber auch schon wieder Feierabend für heute. Ich bin schon wieder 10 Minuten drüber. Pflanzenmasse, das ist wahrscheinlich das Psychoid. Ja. Okay. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, war es das schon wieder mal wieder für mir, für mich von heute. Nein. Von mir für heute. So rum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Wenn dem dann so war, hoffe ich, ihr schaut auch nächstes Mal wieder rein. Und dann, wie immer von mir, bye Leute.